Moin Freunde, willkommen zurück zu unserem kleinen Let's Play zu FIFA 18. Wahnsinn, 36 Folgen sind das jetzt schon. Hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich das so weit durchziehen werde. Und schönen Dank, dass ihr immer noch dabei seid. Nächstes Spiel ist Schalke 04. Und da will ich aber nochmal kurz auf den Kalender gucken, weil... Genau, und danach haben wir das Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Und dann kommt Freiburg und dann geht es in den Endspurt gegen diese beiden Mannschaften. Und je nachdem, wie dieses Spiel hier ausgehen wird, können wir hoffen auf eine Doppelfeier. Aber erstmal müssen wir so weit kommen. So, wir haben 74 Punkte. Bayern hat 62. Vier Spiele sind noch. Nee, drei Bundesliga. Nee, vier Bundesligaspiele sind noch zu machen. Das heißt 12 Punkte. Bayern könnte 76 Punkte am Ende haben. Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir Meister. Das ist doch mal eine schöne Aussicht, am 31. Spieltag Meister zu werden. Heimspiel. Wir könnten Meister werden. Ich würde aber gerne, wenn ich dafür gehasst werde, ich werde jetzt ein kleines bisschen rotieren. Weil ich die Startelf nicht verschludern will. Mbolo wird zu diesem Spiel nicht mitreisen. Der wird so oder so sich die Torjägerkrone sichern. Und so werden wir jetzt in diese Partie gehen. Ich will einfach den Leuten die Möglichkeit geben, sich zu beweisen. Und das können sie nur, wenn sie auch mal von Anfang an ran dürfen. Und vor allem gegen ein Team wie gegen Schalke. Es ist jetzt eigentlich gewagt, mit Anführungszeichen B-Mannschaft raufzugehen. Aber was willst du machen? Ich blicke nach vorne mit dem Fokus auf das Pokalspiel. Und da ist es nun mal wichtig, dass wir aber auch mal ein paar Stammkräfte schonen. Und wie gesagt, auch wenn wir... Boah, Alter, das Stadion ist auf jeden Fall am Beben. Ich glaube, die wissen, dass wir Meister werden können nach der Partie. Perez von Anfang an nach vorne. Wie du. Bruno Pljanka. Und der Ball ist weg. Vietto ist bei denen im Sturm. Okay. Tyson. Oh, Schalke hat aber gut investiert, wenn ich hier die Spielernamen sehe. Ordentlich in Speed und in Talent reingeprügelt. Ja, Koke ist zwar immer noch der Transfer, den ich immer noch nicht ganz verstanden habe. Aber naja. Amiri. Abel Ruiz. Amiri jetzt. Ah, das hätte jetzt schneller gehen müssen. Er hätte jetzt nicht den Spagat machen müssen. Dann hätten wir vielleicht auf Anes runterspielen können. Und dann hätten wir unseren Konter fahren können. Abel Ruiz. Jetzt mal mit Auge. Amiri. Ach, schade. Ich hätte es ihm gegönnt. Aber das zeigt mir wenigstens schon mal, wir sind nicht mit dieser Mannschaft oder mit der Aufstellung nicht ganz falsch am Fahren. Aber okay, dass da jetzt wieder der ein kleines Stöpperchen drinne war und gleich den ganzen Ball da so wegprügelt oder abblockt und auf der Stelle liegen bleibt, obwohl er mit Vollspann tritt. Naja. Anes gegen Kone Plijanka. Die Außenduelle werden entscheidend sein. Amiri. Schön gesehen. Abel Ruiz. Oh, Heimbilanz. 15 Spiele haben wir da gemacht und wir haben in 15 Spielen 40 Punkte zu Hause geholt. Ich lese mal daraus, dass wir die stärkste Heimmannschaft der Liga sind.
Wow. Jetzt komm! Dann durch! Jawoll! Abel Ruiz. So sieht eine richtige Sturmspitze aus. Auf der Linie abstauben. Oder beziehungsweise noch drüber schieben. Abel Ruiz. Viertes Saisontor. Und das Stadion ist am Beben. So sieht Stimmung aus, Leute. Ich höre mich beinahe selber nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich gerade brülle oder nicht. So laut ist das gerade. Amiri. Okay, jetzt werden wir ein bisschen... Jetzt drehen wir ein bisschen zu sehr auf. Oh, das war dumm. Oh nein. Oh, Horn. Horn Liu klärt auf der Linie. Das ist aber abseits. Schwein gehabt. Weg mit dem Ding. Und das ist Einwurf für Schalke. Lol. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Den Torwart auf die Seite abstoßen und drei Mann stehen da. Wie bestellt und nicht abgeholt. Abel Ruiz. Ach, komm doch ran da. Da sieht man halt, dass er noch nicht hochgeskillt ist, ne? Ach, da wollte ich es jetzt einfach mal ein bisschen unschön machen. Boah, schönes Doppelspiel. Heinz im Sturm. Das hat man gesehen, dass das der Innenverteidiger war. Ei, ei, ei. Vitinho, Vitinho. Vitinho läuft. Alter, was ein Schlenzer. Den hat er sauber getroffen. Boah, keine Chance für Fährmann. Das ist Vitinhos 6. Saisontor. Santana Cavallo läuft auf Köln. Momentan kann man sagen, wir können aufstehen, was wir wollen. Und wir gewinnen. Jovic. Ja, auf der zentralen Mittelfeldposition gefällt ihm zwar noch nicht so. Aber was willst du machen, ne? Balla, die Drehung, Goretzka. Hämmert mal drauf, der kann das ja. Anes, Klünter auf Jovic. Amiri, der hier rennt wie ein Arbeitspferd. Luis auf Vitinho. Kann der es auch als Vorlagengeber? Hey, da fehlt jetzt auch wieder nicht viel. An der 40. Spielminute. Bis jetzt, wie gesagt, fahren wir echt mit unserer Entscheidung, der Bank die Chance zu geben in dieser Partie, echt gut. Bruno Plyanka. Kommt zur Flanke, das ist Goretzka. Es wird aber nichts, weil Vieto nicht rankommt. Ah, da wird. Hey, 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 da wurde jetzt aber von Nalu gehalten, ne? Also. Das sind die Schirias anscheinend aber auch wieder nicht. Boah, schön. Und das ist der Halbzeitpfiff. Ja, da würde ich aber auch nochmal einen Schiedsrichter anschnauzen. Obwohl ich denke mal, die Geste galt eher dem Mitspieler.
8 Schüsse, 4 aufs Tor, 2 ging rein. Natürlich haben wir weniger Ballbesitz. Aber darauf scheiße ich ja. Max. Ruiz. Schön abgefälscht. Perez. Warum hat eigentlich jeder Verein jetzt einen Perez in der Mannschaft? Zack, und weg ist die Pille. Anes. Jetzt komm, gegen Tyson. Läuft keiner richtig mit. Nein, aha. Dieser eine Schritt wieder. Klünter gegen Tyson. Sörensen, Konoplyanka. Vitinho. Was ist da los? Kehra, geh weg. Kehr dich zum Teufel. Schön, Vitinho. Amiri, schön stehen gelassen und schönes Tor. Alter, das war doch mal schön. Nicht nachgelassen, rangegangen und dann reingenagelt. Schöne links-rechts, rechts-links-Kombo. Vitinho kriegt seine wohlverdiente Pause. Und damit sind wir wieder im Geschäft. Oder sind wir weiterhin im Geschäft? So rum. Koke. Goretzka. Vietto. Tyson. Oh, das war. Ah. Amiri. Jetzt mal durch die Mitte. Amiri mal ganz alleine. Ja, war klar. Na. Max gewinnt. Natürlich. Gewinnt er. Nicht eine Frage. Schön. Aber schön aufgehalten diesmal. Arr. Die wollen mir nicht. Weil Schalke versucht doch gar nicht zu verhindern, dass wir jetzt vorzeitig und so, ne? Das ist denen egal. Denen ist es auch anscheinend egal mit der Tabelle. Boah, schönes Ding. Risse. Aber das war ein bisschen skurril, der Ball jetzt. Bittencourt darf dann auch mal Anes ersetzen auf der 64. Minute. Das ist auch mal ein schöner Test zu sehen, wie jetzt Bittencourt auf rechts funktioniert und Risse auf links. Und zack, Amiri wieder. Oh, er kommt sogar durch. Okay, das hat mich jetzt selber ein bisschen überrascht. Das war gemein. Oh. Heinz. Natei. Max. Riss. Oh, das war. Ah, das war geschoben. Das war geschoben. Und Hüger natürlich auch noch rein. Ein bisschen Luft rausnehmen. Das heißt, Nate macht die Runde zu Ende, ne? Die Partie. Ja, Tatsache. Der junge Nachwuchsspieler darf gegen Schalke 90 Minuten auf dem Platz stehen. Hat das aber auch gut gemacht bis hierhin, muss man ja auch sagen. Aber ich glaube nicht, dass hier bei FIFA 18 wird da die Meisterschaft vorzeitig auf dem Platz angezeigt. Nee, ne? Das müsste doch, glaube ich, dann jetzt gleich stehen. Also im Hauptmenü, wenn überhaupt. Und wie gesagt, wir brauchen den Sieg, um das zu schaffen. Und noch sind 15 Minuten zu spielen.
gegen Schalke 04, wohl bemerkt. Höger. Risse. Amiri. Es wartet alles auf Ruiz. Aber Ruiz, da kommt er endlich. Und das ist nicht sein Tor. Schade. Schade. Aber war doch zu sehen, dass ich auf Ruiz spielen will. Verstehe ich nicht, dass da nicht der Raumzug gemacht wird. Ah, das ist doch Kleinkram, was hier gepfiffen wird. Also bitte. Und Lupfi-Lupf. Horn. Amiri, jetzt kommt. Nein, jetzt kommt. Warum klappt das denn nicht? Einfach den Ball nehmen und spielen. Mein Gott. Bittenkurt. Jetzt aber runter auf Risse. Jetzt komm, einmal schnell noch. Einen schnellen Lauf noch. Risse, sehr wohl. 4-0. Warum ging das denn jetzt eben nicht durchgehend? 9. Saisontor, Marcel Risse. Sollte es doch jetzt auch gewesen sein. Das, was Schalke jetzt noch machen könnte, wäre Schadensbegleichung, indem sie mal ein paar Tore schießen. Aber mich würde echt die Tabelle mal interessieren, wie das jetzt ist mit den ganzen Champions League-Plätzen. Wer wo steht nachher? Oder wer wo noch hin kann. Es sind 3 Bundesligaspiele noch in dieser Saison und insgesamt noch 2 Pokalspiele. Die Halbfinals und die das Finale noch. Und momentan sind wir ja noch im Halbfinale. Wenn wir gewinnen sollten gegen Dortmund, würde mich schon interessieren, wer da das Finale bestreitet dann. Boah, schön! Warum werden solche geilen Zuspiele nicht belohnt? Ach. Fährmann scheint ein bisschen salty zu sein. Aber Ruiz, schön in die Arme, kriegt das Ding weg, dann ist Abpfiff hier, sehr obwohl. Das Stadion steht, ist jetzt hier, ist Meisterfeier? Wir sind Meister, Freunde, deutscher Meister, erster FC Köln. So wie sie hier abdrehen, ist das Ziel echt geschafft. Ist das nicht herrlich, nach wie vielen Jahren hat sich Köln jetzt mal wieder die Meisterschaft geholt, es ist der Wahnsinn. Das Stadion bebt, die Spieler freuen sich. Der Henkelpott, hätte ich beinahe gesagt. Der Teller geht nach Köln. Saison 17, 18. Deutscher Meister, erster FC Köln. So sehen Emotionen aus. Die Freude ist den Spielern anzusehen. Ist das nicht schön? Deutscher Fußballmeister. Vorzeitig sind wir Meister geworden. In einer spannenden Saison. Das kann uns keiner mehr nehmen. Wenn man jetzt zurückblickt, was war das nur für eine Saison? Kaum Tiefen, wir waren immer oben, haben frühzeitig um den Titel mitgespielt und sind verdient Meister geworden. Erster FC Köln, Bundesliga Meister. Das habe ich jetzt schon öfters gesagt. Freunde, Freunde.
Mit diesen tollen Bildern bedanke ich mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr so weit geguckt habt. Und jetzt werden wir noch die letzten drei Ligaspiele genießen und das Pokalspiel gegen Dortmund gehen wir mit der Meisterbrust im Herzen mit 110% an. Freunde, bedanke mich, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.